Und somit herzlich willkommen, meine Hübschen. Schön, dass ihr einschaltet hier bei Last Epoch. Ein Spiel, das es schon recht lange gibt. Ich habe da auch damals ein paar Folgen zu gemacht. In der Alpha war das, glaube ich, noch. Hatte einen echt sehr, sehr netten Austausch mit den Entwicklern. Und ja, es freut mich natürlich enorm, dass das Spiel mittlerweile wirklich eine riesen Fangemeinde hat. Also allein auf Twitch 105.000 Follower, das Spiel. Das ist schon eine krasse Ansage, ne? Muss man einfach mal sagen. Und ja, ich habe es verpennt, das Release verpennt, aber nichtsdestotrotz, es soll wirklich bombastisch sein und seit dem 19. glaube auch die neue Season online, ne? Und das nehme ich jetzt hier einfach mal als Ansporn, hier reinzuschauen bei Last Epoch, um zu gucken, ist es dem Hype gerecht oder ist der Hype gerecht um dieses Spiel herum? Ich bin gespannt, also ich habe mich damit jetzt null beschäftigt, ne? Also ganz klassisch wieder in alter Kraxelmanier hier. Und ja, hier haben wir die fünf verschiedenen Klassen, hier haben wir... Tempelritter. Nein, er heißt hier Wächter. Paladin ist er. Paladin, gucken wir auf das letzte. Hier haben wir einen Magier, also Runenmeister. Elemente halt, ne? Und hier haben wir einen Druiden. Auch sehr, sehr nice, wie ich finde. Und hier haben wir dann den Nekromancer oder Hexenmeister, Hexenmeisterin in dem Fall, wie man es nennen möchte. Also freie Klassenauswahl für jeden was dabei, außer für Demon Hunter. Die werden hier natürlich nicht berücksichtigt, weil es Schmutz ist. Oh, ich sehe schon den ganzen Daumen nach unten jetzt. Nein, aber sind wir ehrlich, die Klassen hier reichen vollkommen aus. Wobei, ich glaube, die ein oder andere hier, der ist wahrscheinlich auch, oder? Gibt's doch, guck mal, hier Scharfschütze. Auch ein Demon hatte, also ein Jäger gibt's, ne? Für die Leute, die eher wegrennen und kiten. Natürlich die perfekte Klasse. So, ich bin mir gar nicht so sicher, was wir spielen werden. Ich tendiere ein bisschen zwischen, ja, Nekromancer und den Magier tatsächlich. Zauberer, Zauberklinge, sieht eigentlich alles ganz geil aus. Und ich stehe so auf Effektgewitter, ne? Das ist ja total meins. Und deswegen bin ich aber überlegen, ob wir das hier reinmachen, verdammt. Weißt du? So, Runenbeschwören hier. So, wir nehmen hier den jetzt hier. Verdammte Hacke. So, Kraxel wird bereits verwendet. Kraxel mit 3L gibt es noch nicht. Kraxelus, komm. Nehmen wir Kraxelus. Ist ein Magier. Fortfahren. Rein damit. So, Spielermodus normal, Hardcore, Charakter, was, Herausforderung, Charakter gefunden, Solo-Charakter. Ach so, Self-Found und nicht Self-Found, ne? Also Charakter gefunden oder Solo-Charakter gefunden, heißt, vermute ich mal, einfach frei übersetzt. Self-Found oder nicht Self-Found, geht man ganz stark von aus. Gut, dann lassen wir das so. Kann ich irgendwo noch die Season einstellen? Nee, ne? Ist wahrscheinlich hoffentlich automatisch drin. Dann erstellen wir uns mal den Char und springen einmal rein. In the beginning, muss ich mich wegblenden? There was doubt of humanity. We disagreed. And yet, in our world, there were gods. Majossa of the desert. Largon of the sea. Rye of the endless skies. And Hierot of the frozen tundra. But fate stole Ikera away. Without her, there was conflict. Then wars. In the end, it was Rye who sought to outshine the sun that would pull the world into his flame. Caught within Rye's gaze were the keepers. An order sworn to protect Eterra's memory and the power it still holds. They were joined by someone unexpected. A traveler, willing to walk into the flames of war. But why? Was it honor they sought? Power? Redemption? Or was this fate? Perhaps, but no story is quite that simple. Ja, und da bin ich wieder. Überraschung. Schön, dass ihr einschaltet. Largon ist der Gott des Westens, Herr der See und ihrer Stürme. In seinem großen Auge spiegelt sich das Mondlicht. Mensch, das ist ja wunderbar. So, die Settings hier übrigens natürlich pornös, ne? Grafik-Settings, alles auf toll, auf klasse. Amazing. Das lassen wir natürlich auch so. Und jetzt schauen wir mal rein. Also, okay, das ist... Okay, okay, warte mal. Okay, mit Q ist okay. These roads are not kind to my bones. But I must hurry. Ah, okay. Wellrin is still a few days away.
Spieledition Ultimate Edition. Das erste, was ich checke hier, ne? Ist Pay to Win oder nicht? Kompletter digitaler Soundtrack ist immer Peng, also ist schön, aber 100 Epochenpunkte, EP. Kann ich noch nicht zuordnen, ne? Dafür bin ich zu frisch. Aber gut, 30 Euro hier für die Ultimate Edition finde ich jetzt eigentlich fair, ehrlicherweise. Ne, wenn du guckst, was die Ultimate Edition in Anführungsstrichen bei Diablo 4 fürs Add-on kostet, da bist du mal eben ein Huni los. Ne? Dann machen wir uns mal nichts vor hier. So, wir latschen erstmal durch die Heide. Wow, beruhige dich. Okay, okay, ich sehe schon, hier ist Party. Aber das kriegen wir noch alles ganz geschmeidig hin hier. Können wir auch hauen. Rechte Maustaste können wir auch schlagen, aber wir sind Zauberer. Wir schlagen nicht, wir verzaubern. So, da unten. Okay, da geht's ab. Perfekt. Dann laufen wir mal. Boah, jetzt aber Ruhe hier, mein Freund. So, Mana, in dem Fall 51 Mana haben wir, wie ihr seht. Und alles ganz geschmeidig. Das ist hier ganz ohne Probleme. Ich ziehe mich mal so rüber. Dass auch die, ja, das Schöne hat. Das Head-Up-Overlay, nee, Head-Up-Display. Die GUI. Also quasi das ganze Menü, wie ihr seht. Okay, wir ziehen mal weiter. In den Händen eines gefallenen Boten findest du einen Brief vom Rat der Hüter. Er ist an dich adressiert. Oh, Post! Klasse! Our Hyoborian allies informed us that you will attend the peace talks. Raya's war has reached our lands and we are in need of aid. Okay. As keepers, we avoid conflict. We're dedicated cool. to the goddess Atera's memory. That is, until Raya forced our hand. He wishes to destroy us and steal Atera's legacy. We can't let that happen. Das will ich zulassen. Help. Your help. Komm, wir nehmen den Brief, der war eh an mich adressiert, ne? Also vom Postgeheimnis kennen die ja auch nichts. Da stirbt er einfach hier irgendwo in der Walachei und jeder, der vorbeiläuft, sieht einfach, was da los ist, weißt du? Jetzt wissen alle, dass ich komme. Was soll das denn? Wir zaubern hier mal. Ich brauche Angriffsgeschwindigkeit. Ich brauche unbedingt Angriffsgeschwindigkeit, dass wir hier richtig schön einen raushauen können. Komm, komm. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Los. Oh, da ist was gedroppt. Nahkampf. Minus 3 Zauberschaden. Das ist jetzt aber... Warte mal, warte mal. 2 Crit-Chance ist cool. Erhöhte Chance auf Betäubung mit Nahkampfangriffen ist nicht so geil. Und erhöht Kälteschaden. Okay. Bringt uns in dem Fall jetzt nicht so viel. Können wir das als Offhand nutzen? Nein, können wir nicht. Dann lassen wir unseren Magic Stick einfach in der Hand. Ey, geht's richtig ab. Junge. Ich bin gleich mal aufs Skill-System gespannt. Wie viele Möglichkeiten wir haben. Ne? Also ob wir hier richtig reinhauen können. Oder ob es hier eher wie bei Diablo 3 so ein vorgefertigter Skill-Pfad ist, den man nutzen muss und kann. Da bin ich echt gespannt. Moin, Sharkbite. Danke, Mischung. Aber geht's weiter. Aber wir haben gleich unser Level up. Ich sehe es kommen. Oh, Alter, er haut hier richtig weiter. Der Trank ist die 1. Okay, perfekt. Lege ich mir immer auf eine andere Taste. Und wir haben unser Level up. Wir haben unser Level up, Leute. Jetzt geht's ab. Jetzt haben wir auch W. Okay, okay. Das ist nice. Perfekt. Gut, warte mal, warte mal, warte mal. Inventar, Segen, Aussehen. Okay, Segen. Unentdeckter Segen. Kann ich jetzt noch nicht sagen, was das ist. Werden wir aber im Laufe des Spiels vermutlich noch kriegen. So, Skillsystem. S. Natürlich S. Wunderbar. Hast sehr viel freie Auswahl, was das Skill betrifft. Okay, lieben Dank. Funktioniert der Chat rechts oder kann ich ihn ausblenden? Alter, ich check's nicht. Gut, Feuerball. Haben wir Punkte offen? Oh, okay, wow. Wir haben aber, so wie ich das jetzt sehe, keine Punkte offen, die wir verteilen können. Aber hier können wir natürlich unseren Zauber später wunderschön weiter skillen, ne? Was natürlich mega ist. Weiter customizen. So, okay, das geht auch. Ich setze mal, warte mal, Evade, ja, 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 okay. So, ich setze mal eben auf eine andere Taste und zwar, da schreibt jemand, 50% Rapport. Okay. Mega. Erstmal hier interagieren mit den Leuten, verdammte Hacke. Einstellungen, Gameplay wahrscheinlich. Kann man hier die Settings nehmen? Irgendwo muss ich doch testen können, konfigurieren können. Lootfilter übrigens integriert, finde ich mega. Kamera, Bildschirmwackelmodus. Bildschirmwackelstärke. Ja, okay. Also ja, da. Das liest du an, du Idiot. Okay, Trank nehmen ist auf... da. Ersetzen. Geht nicht. Dein Ernst?
Wow, okay, ich kann es nicht ersetzen. Das ist schade. Also, seitliche Maustasten gehen nicht zu belegen. Oh, wow, das sieht sehr geil aus. Das sieht sehr, sehr cool aus. Erinnert mich irgendwie so an so ein Meerwasser-Aquarium, ehrlich gesagt. Jo, hau den mal daneben, den Ball. Dein Ernst? Ey, komm, der will dich frühstücken, ey. Weißt du? Und hier machen wir erstmal schönen russischen Fels. Kalte Winter, hör auf den. So, unser Leben regeneriert sich auch super schnell, wie wir sehen. Aber grafisch? Gefällt. Sieht cool aus. Was die... Warte, wir gucken mal. Ja, ein bisschen glatt poliert, ne? Also er sieht ein bisschen aus wie eine Barbie. Also eine männliche, also ein Ken quasi. Aber an sich nicht schlecht. Tauschen von Fertigkeiten können wir auch. Was geht's hier los? Okay. Wir hauen den mal so hier weg. So. Okay. Jetzt habe ich das nicht gelesen. Wir können Skills tauschen. Was ist das für ein Zeichen da unten? Weitere Informationen. Was soll ich da drücken? Also mittlere Mausrad ist es nicht. Huh. Ach, darüber können wir die aber dann tauschen. Okay, perfekt. Das heißt, wenn wir die Skills unten einmal anklicken und dann linken Maustasten, können wir die nur zuordnen. Junge, beruhig dich doch. Wie die mal alle reinkommen. So ein Impact hier, weißt du? So. Bis jetzt auch alles sehr schlauchartig, die Levels. Ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt. Ehrlicherweise. Na, also ob wir später auch reine Schlauchlevel haben oder ähnlich bei Diablo 3, 4. Ich bin gespannt. Dann lassen wir uns aber mal überraschen. So, die kloppen wir jetzt einmal aus dem Leben. So, hier geht's weiter. Und da kommt wieder einer. Rein hier. Kommt mal ran, ich habe für alle was dabei. Das Gute ist, die machen uns noch nicht so viel Damage hier. So, Interaktion. Die Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Sie waren auf der Flucht. Okay. Ja, waren sie wohl nicht schnell genug, würde ich sagen. Hm? Jetzt kommt wieder so ein Vogel hier. Der hilft uns aber, oder? Der hat die gekämpft. Der klaut uns den Loot, verdammt. Hör auf damit. Genau. Wird noch erkannt im Chat. Wunderschön. Okay, einmal die 1. Und wir haben hier ein Plus, was wir triggern können. Ich sehe es gerade. Es leuchtet auf. Okay, warte. Was können wir Schönes machen? Passive Systeminformation. Du hältst Passivpunkte, indem du in der Stufe aufsteigst und Quests abschließt. Meisterschaftsklasse. Momentan hast du Zugang zu den Passiven deiner Grundklasse. Während deines Abenteuers wirst du Gelegenheit haben, eine Meisterschaftsklasse zu wählen. Nachdem du eine Meisterschaftsklasse gewählt hast, erhältst du Zugriff auf den linken Bereich jeder Meisterschaft und den rechten Bereich deiner gewählten Meisterschaft. Okay. Haben wir Punkte? Wir haben einen Punkt über. Intelligenz. Rein damit. Gut, dann haben wir das. Und dann gehen wir noch eine Runde schnacken. Als du ankamst, gab es da eine Familie? Ja, sie ist weg. Ich kann mit Ospreys fertig werden. Soll ich vorlesen? Wollt ihr selber lesen? I don't know, ich lasse es. Wird ja vorgelesen, ne? Ihr könnt es ja lesen. Brauche ich nicht überquatschen hier. Es ist Krieg, man kann nicht hinretten. Du scheinst auf jeden Fall stark zu sein. Are you also here for the peace talks? Friedensverhandlung? Friedensverhandlung, genau mein Ding. Ich bin einfach nur hier zu schlichten, ne? Ich will hier nicht morden und töten und EP und Loot kriegen. Ich bin nur hier, um Frieden in der Welt zu schaffen, verdammt. Ich bin geil, da wir in derselben Richtung. Warum gehen wir nicht zusammen? Alter, wenn mir nicht mein Loot klaust, geht das klar. Na los! Auf geht's. So, was? Naja. Allgemein das System hier, es gibt so viele Builds und Variationen, das ist schon sehr geil. Man ist hier nicht an Sets gebunden oder sowas. Ich wünsche euch auch guten Loot. Mögen die Götter der Goblin-Echsen euch wohlgesonnen sein. Okay, die Community ist geil. So. Wo geht's weiter? Da hinten. Verschwindet die Chatbox auch? Ja. Perfekt. Ja,
läuft mir jetzt echt hinterher, ey. Meine Fresse. Oh, wir haben einen neuen Skill, sehe ich gerade. Wir können Schockfrosten. Wie geil ist das denn bitte? Und wir haben einen Heiltrank gefunden. Okay. Das heißt, es ist gut. Wir haben nicht unendlich Heiltränke, ne? Schockfrost. Okay, unser Schockfroster war ein bisschen zu kurzatmig. Alter, er hackt sie alle einfach weg. Wie geil ist er denn bitte? Komm mal her, Schockfrosten. Okay, cool, dann war noch drauf. Das ist nicht so toll. So, was haben wir denn mit dir hier? Komm, du kriegst einen Feuerball in die Ass. Du wirst schockgefrostet einfach so, weil wir können. Wir sind jetzt hier Elsa, Alter. Wir sind einfach fucking Elsa. So, da oben ist ein Boss oder sowas. Da war doch irgendwas Grünes jetzt. Wo ist das Grüne? Hier war doch was markiert. Hier ist nichts weiter, ne? Also Secrets wären geil, ey. Ehrlich, ich liebe Spiele, wo es Secrets gibt. Das heißt, egal wo du bist, ne, mach das kaputt und auf einmal öffnet sich eine Wand oder schubst den Baum um und darunter ist ein Loch und weißt du, ein geiles Dungeon. Sowas liebe ich, ehrlich. Feier ich ganz hart. Kannst du bitte gehen? So. Dann gibt es noch keine weiteren Waffen gefunden hier. Nur einmal das Schwert und dann war Ende Gelände. Das ist ja nicht so toll. Haben wir etwa die falsche Klasse genommen hier? Das wäre nicht so dufte. Ja, allgemein sieht es gerade ein bisschen schwierig aus mit schönen ARPGs, finde ich. Also es ist gerade irgendwie... Ja, gibt so 3, 4, die man spielen kann, aber alles sehr innovationslos, ne? Sehr einheitsbrei-mäßig oder einheitslastig, wie ich finde. Oh, Level up, Level 4. Neuen Slot. R. Was haben wir denn mit R? Wir gucken mal. Das war cool. Nice. Das zeigt einfach mal so... West. Ach, R ist gerade EL. Alter, okay. Check. Just a little bit stupid. Okay, okay. Jetzt hier. Bam, bam, bam. Das mag ich doch. Das ist doch was für mich. Verdammte Hacke. Guck dir das an. Und das dann kombiniert mit E, ein bisschen Freeze dahinter packen. Wunderbar. So, jetzt sind unser Mana alle. Wir sind ins Minus-Mana gegangen. Ganz cool. So, jetzt haben wir hier einen Punkt. Wir könnten mit der Feuerschaden, mit der Kälteschaden. Zustand. Ja, hier kommen wir auch und hier haben wir Gesundheit. 12 pro Punkt. Mana pro Punkt. Okay. Das ist gar nicht so wenig. Also Mana pushen ist natürlich immer ganz gut. Nie verkehrt. Trigger hat kein PC, was die Auswahl nochmal eingrenzt. Gibt's Last Epoch für Kunden zu holen? Das würde mich ja. Ja, aber ich denke nicht, oder? Also wäre geil, wenn die Port gemacht hätten, aber ich, also, ich glaube eher nicht. Aber jetzt machen wir hier mal wieder Freezy Frozy. Soll kommen, okay, krass. Das ist natürlich mega. Was haben wir jetzt hier für einen Schluss? Ach hier, okay, okay, warte. S-Verschall, genau, S. So, jetzt können wir hier mal gucken. Wir haben jetzt hier einmal unsere Element-Nova. Hier geht's weiter. Boah, hier kann man sich echt Zeit lassen, ne? Blitznova. Aktiviert die Blitznova, die eine um 20% höhere kritische Trefferchance als andere Arten von Elementarnova hat. Okay. Die Frage ist, wo geht's hin? Ne? Feurige Zerstörung, kritischer Multiplikator 35 pro Punkt. Okay, wir gucken uns Eisnova, Feuernova, Blitznova. Okay, Blitznova ist cool, kann die auch springen. Beim Treffen mit Elementarnova besteht die Chance, eine Funkenaufladung anzuheften. Die nach einer Sekunde nach Tode gehen. Okay. Mehr Schaden. Kritisch an andere Arten, okay. Haben eine Chance, Schutz zu gewähren, okay. Und hier geht es dann weiter: elementare Ausdehnung. Haben eine erhöhte Crit-Chance. Elementare Platz zu einer Kanalisierungsfähigkeit, die 500 pro Sekunde feste Stelle der Mana hat. Und einen kleineren Wirkungsbereich. Kostet weniger Mana. Okay. Heißt aber im Umkehrschluss, die lässt sich nicht überspringen. Das heißt, das ist immer so ein Kreisel, der um uns herum wirkt. Was natürlich ganz cool ist, aber leider Gottes, uns jetzt langfristig, ja, also macht um uns herum natürlich einen gewissen Puffer frei, ne? Aber jetzt für den Anfang würde ich sagen, dass wir ein bisschen auf AOE gehen oder halt Skills, die weiterspringen, ne? Die mehrere Gegner erfassen. So, kopflastig, was haben wir hier? Sturm, Rasierklinge, verursacht mehr Schaden, Gegner zu schocken und Kette für kurze. Blitzexplosion kettet für jede kürzlich direkt gewirkte Blitzexplosion jetzt einmal über. Das heißt,
zusätzlich immer überall. Ist wahrscheinlich einfach falsch übersetzt. Ich vermute mal, dass es überspringen hier. Also zum nächsten Gegner. Ich versuch's einfach mal. Aber ich habe hier gar kein. Hä? Ah, jetzt. Okay, okay, okay. So, dann haben wir das. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier einmal unseren Skill verbessert. Okay, da ist auf jeden Fall unser Ziel. Ich will erstmal den Rest der Map hier einmal erkunden. I cannot do that. Ob hier noch irgendwo Viecher sind? Raus mit den Viecher! Ja, okay. Habt ihr gesehen? Der geht weiter, der Skill. Was natürlich mega ist. Das heißt, damit treffen wir auch potenziell mehr Viecher hier. Oh, Mana verschmolzen Lederhandschuh gefunden. Alter, unser zweites Item, was wir hier finden. Ich bin begeistert. Und er hat sie direkt angelegt. 10 Mana zusätzlich. Das ist doch genau das, was wir brauchen, meine Hübschen. Wunderbar. I cannot do that. So, perfekt. Gibt es hier später auch Reittiere? Dass man ein bisschen schneller im Moven ist hier. Da liegt noch ein bisschen Gold. Kämpfe dich durch den brennenden Wald. Das kriegen wir doch hin, meine Hübschen. Das kriegen wir hin. Okay, hier haben wir einen Boss. Kannst du das bitte nicht tun? Aber der ist okay. Gib mir mal deinen Trank. So, einmal Schockfrosten. Ja? Du bei Frost in die Tiefkühltruhe, mein Freund. Ja, sammeln ist ein bisschen Pain in the Ass. So, was haben wir hier? Nahkampf. Nahkampf, leere Schaden. Boah, die Übersetzung ist aber auch grottig, ne? Muss man einfach mal sagen. Das ist erhöhter Schaden. Das ist alles identisch, aber wir haben wir ein Affix mehr. Den nehmen wir. Oh, warte mal, hier. Grundangriff. Minus 3 Zauber-Mana-Kost. Das ist geil. Das nehmen wir rein. Das ist doch genau das, was wir brauchen hier für unseren kleinen Bild. Keepers have proven difficult to track, but my observations reveal the truth. They're not guarding the ruins. They're traveling between them, over and over. So, grafisch sieht's echt geil aus, muss man sagen. Fällt mir. Okay, das Krummelklicke ist ein bisschen schwierig. Also gerade, ja, die Items aufheben, sehr schwierig irgendwie. Also fühlt sich schwierig an, sagen wir es so. Okay, eine Computerwaffe. Mit Grail im Lager der Hüter. Wer bist du denn, verdammt? Junge! Sieht aus wie von Last of Us. I cannot do that. Du hast dich dem Town angeschlossen. Okay. Skippen das mal alles, ne? Wer will schon Story hören? Ich nicht. So, wir haben ein paar Viecher, ein paar Leute, noch besonders. Okay, oh, an die Stadt erinnere ich mich. Erinnere ich mich noch. Es war lange her, aber ich dachte, man passt nicht gut neu verteilen. Hier ist unser Trüchen. Irgendwas drin? Irgendeine Überraschung? Leider nein. Kostet 1000 Gold. Na, haben wir noch nicht. Wir haben 282. Aber gut, wir haben hier noch nicht viel gefunden. So, hier, Schmied. Irgendwas Schönes für mich. Was kostet denn der Bumsi, den du so verkaufst? 25. Ja, das ist ja alles günstig hier. Kaufpreis 5. Erhöhter Diener-Schaden. Wir haben jetzt keine Diener. Physisch, Trank-Slots. Ja, aber hier sind 20 Gesundheit drauf. Also ganz ehrlich, da kann man reinkommen. Was ist das günstig hier? Okay, der Schmuck ist ein bisschen teurer. Bewegungstempo 8%. Das ist nice. So, hier haben wir Runen. Vermute mal für Waffen später. Hier hätten wir ein Schild. Das heißt, Zweihand. Zauberstab. Stehe ich dabei, ne? Er trägt ihn aber in einer Hand. Also vermute ich mal, wir können ein Schild mit reinhauen. Machen wir mal. So. Was haben wir denn hier? Feuerbeständigkeit, physischer Widerstand. Boah. Lassen wir mal. Da schauen wir noch. Erhöhte kritische Trefferchance. 34 erhöht kritische Trefferchance. Alter. Das klingt ein bisschen krass. Warte mal. Gegenstand verkaufen. Shift und Rechte. Dann machen wir das direkt mal. Dann können wir hier nochmal eben erhöhte Cast-Geschwindigkeit, das ist natürlich auch mega. Dann nehmen wir die Ringe noch mit und dann sind wir auch schon fast, ja, haben wir hier auf Null, ne?
Hä, wo ist der zweite Ring? Willst du mich verarschen? Ausrüsten, mein Freund, aber ganz zackig. Und hier haben wir dann die Ruhm. Okay, aber wir sind pleite, sehe ich gerade. Aber ey, jetzt sind wir hier ein bisschen schneller unterwegs. Das ist doch mal ganz nice. Wunderbar. Hier ist ein Vogel, okay. Cool. Ich werde jetzt mit dir sprechen. So. Rill hat mir gerade vom Kampf erzählt. Ich bin Lena und gehöre zum Rat der Hüter. There should be more of us here. Yes, Balthus and I remain, and he's not here. As such, I must ask for your help. Balthus is busy checking on our sacred artifacts. We're protectors of Atera's history, and right now, they're in danger. Yes, das ist auch Multiplayer. So gerade gestern, glaube ich, vorgestern die neue Season gestartet. Not much, I'm afraid. We'll discuss it after our alliance. You are, and even now, the Osprey swarm all... Could you make sure he's safe? Do this. Klar, kein Ding, Alter. Ich helfe euch allen hier, weißt du? Eingabe von die... Ey, was der Zug ist echt für den Arsch, ne? Meine Fresse. Hallo, sorry, ich muss mal kurz den Hund hier anschauen. Wir haben zwei Wüstenrennmäuse gekauft, ne? Für so einen Mann. Okay, eigentlich für meine Frau. Und mein Hund. Unser Hund. Der hält voll auf Mäuse ab. Also er will sie halt fressen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen gestresst. So, Casting ist schneller. Boah, kannst jetzt Portal nutzen. Jetzt mal unten die letzte. Warte mal, können wir Shotposten mal eben. So, dann haben wir es ganz geschmeidig hier. So. Oh, ein Adeptenhelm. Hat er direkt ausgerüstet. Nice. Ach, da, mit TS Portal. Okay, das kenne ich aus Diablo. Ganz entspannt, so kommt mal alle mit. Kommt ran hier. So, meine Lieben, so geht das. Habt ihr das gesehen? Ja. Sag mal einer, ich kann nicht spielen hier, verdammte Hacke. Einfach aus dem Leben gerissen. Genau, kommt mal ran. Hier wird jeder einmal willkommen geheißen. Was haben wir hier? Ach, das war Gesundheit, Mana, Intelligenz, Feuerbeständigkeit. Ja, ganz ehrlich, hier rein. Kommst du mit? Ja, ne? Das Ding ist doch ein bisschen geil. Oh, Bastardschwert. Cool. Ganz geil. Okay, das bringt uns nichts. Dann ziehen wir mal weiter. Wunderbar. Das sind jetzt hier natürlich die ersten Levels, ne? Also da müssen wir uns jetzt einmal durchschlagen, ob wir wollen oder nicht. Ach, mit Tab können wir die Karte ändern. Okay, perfekt. Später wird es natürlich, hoffe ich, wesentlich offener. Das ist jetzt hier so die erste Tutorial-Level, würde ich mal sagen. Oh, da ist ein Prüfchen. Nice. Wir werden auf dem hier geschockt. Oh, die regenerieren sich, die Dreckigen. Da haben wir ein gelbes Item gefunden. Ich werde verrückt. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Cliffhanger.